Hallo äh, zusammen, mich hier ist wieder deutschland und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Quest Achievement. Dass wir einmal hier unter Quests und dann Shadowlands finden und das Achievement schimpft sich ein wenig dies, ein wenig das. Und was müssen wir dafür machen? Wir müssen erhaltet jedes der ähm, Kunsthandwerksgeschenke aus der World Quest. Wir arbeiten daran. Das sind insgesamt sechs Stück und theoretisch müssten wir diese World Quest sechsmal absolvieren und ähm, dann die Waren an sechs verschiedene NPCs abgeben. Wir können das aber in einem Aufrutsch machen und das will ich euch mal zeigen, wie das funktioniert. Als allererstes braucht ihr hier die World Quest und zwar, wir arbeiten daran und da müsst ihr insgesamt 10 Säcke mit Vorräten looten. Wenn ihr die, also wenn ihr die World Quest noch nicht so weit habt wie ich jetzt, dass ich die 10 Säcke schon gelootet habe, wird die World Quest hier angezeigt. Und hier in dem großen Bereich sind auch diese Säcke. Ne? Also ich denke mal, das brauche ich euch jetzt nicht zeigen. Da liegen Säcke rum, die klickt ihr an, habt ihr 10 Stück. Dann äh, lauft ihr quasi hier in das Lager und dann habt ihr in dem Lager äh, sechs verschiedene NPCs, also diese hier, wo ihr die Säcke abgeben könnt. So funktioniert es. Jetzt ist es so, ihr holt die Säcke ganz normal und sobald ihr die zehn Säcke habt, ladet ihr wen in eine Gruppe ein und macht den Schlachtzug auf. Wenn ihr nämlich den Schlachtzug aufmacht, könnt ihr Worldquests und auch normale Quests nicht weiterführen und dementsprechend könnt ihr jetzt alle Buffs bekommen, ohne die World quest abzuschließen. Im Normalfall müsstet ihr die Worldquest halt sechsmal machen, indem ihr äh, immer einen anderen Typen anquatscht. Dann müsstet ihr euch halt auch so ein bisschen merken, okay, wen habe ich schon angequatscht, welchen Buff habe ich so. So über den kleinen Trick, wenn ihr dann den Schlachtzug aufmacht, könnt ihr quasi mit allen reden. Und ich habe jetzt hier die NPCs und dann quatschen wir jetzt mal mit dem ersten. Zack, der gibt mir jetzt eine halbe Stunde seinen Buff hier. Ne? Und ähm, die Worldquest ist immer noch aktiv. Ich habe auch noch die zehn Waren im Inventar. Irgendwo müssten sie sein. Ich sehe sie zwar jetzt nicht, aber sie müssten da sein. Und ich kann jetzt die anderen Typen auch noch anquatschen. Und mir hier. Ähm Ach nee, das war. Das ist ein falscher. Der bringt keinen Buff, die da drüben bringen. Den Buff. Das war hier äh, der Kollege für das andere Maul. Und so, dann können wir den noch anquatschen. Dann können wir den noch anquatschen. Jetzt schauen wir mal. Ah, seht ihr, jetzt haben wir hier schon 4, ähm, 5. Da drüben haben wir noch zwei. Den quatschen wir noch an. Und den letzten quatschen wir auch noch an. Und tada, da ist mein Achievement und das Ganze in einem Aufrutsch quasi nicht auf sechs Tage verteilt. Ihr könnt es natürlich auch sechs Tage verteilt machen. Oder so wie ich mit einem kurzen Schlachtzug. Und dann macht ihr das auf einmal. So, jetzt können wir den Schlachtzug nochmal auflösen. Und zwar, ich gehe einfach mal aus der Gruppe raus. Und jetzt kann ich hier nochmal mit dem quatschen und damit auch die World Quest abschließen, dann haben wir die auch noch mit dabei. Ich weiß jetzt nicht, die Buffs äh, sind ganz nett, hier die sind teilweise eine halbe Stunde drauf, also die einfach auch so mitzunehmen, kann ganz nett sein. Ich denke mal im Raid sind die natürlich eh wieder weg oder im Dungeon, aber hier fürs World Questen, so ein kleiner Support ist sicher auch nicht so verkehrt. Gut, damit sind wir durch mit dem kleinen Achievement Guide. Wie gesagt, im Adenwald befindet sich die World Quest. Wir arbeiten daran, hier oben im Normalfall auf den Koordinaten 56, 26. Also da ein bisschen Ausschau halten. Die ist aber relativ häufig da. Ich habe die da, glaube ich, schon drei, vier Mal gesehen. Ne? Also die ist jetzt nicht sonderlich selten. Okay, gut. Dann sind wir soweit durch. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich soweit weiterhelfen. Und wenn ihr wollt, schaut ihr gerne wieder rein beim nächsten Achievement Guide. Euer Telar. Bis zum nächsten Mal. Äh, ciao.